Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier immer noch unterwegs, immer noch ja, auf dieser da Insel. Da ist der Magister. Ja. Was ist das? Ein Bärenjunges. Ein Bärenjunges. Aha. Und hier ist diese freche Ratte. Gut, aber wir Warum wollten Warum ist die Ratte frech? Mal, ist die frech, weil sie uns... Die... Mit ihrem nicht so Hütchen. Richtig Gag, akzeptiert. Gag. Ja. Oh, was wollte ich denn jetzt? Du hattest einige Sachen Ach so, bestückt. Ja, ne? Sachen essen wollten wir. Auch essen wollen wir auch. Na gut, dann essen wir halt. Essen gibt's. Fein. Tragen wir ja auch schon eine Weile rum. Jedenfalls Ach so, den Kopf. Na, das müssen wir essen. Ja, da denke ich nicht so gerne dran. You were a genius maze builder. Clear of mind, sharp of wit. You built an invisible staircase. Useful to those who may find it. Aha. Also das war der Kopf von dem Historiker. Ja, das oder, kann... Nee. Keine Ahnung mehr. Oder war das von einem von den Kartenspielern? Kann natürlich auch sein. Er war auf jeden Fall. Und der Kopf ja, ist auch weg. Er ist nicht mehr. So, hat er noch irgendwas? So, was ist da das? Haben ein Torso? Wir noch einen Torso. Ja. You are an abomination, a crucified figure blazing with sauce. You hear screams and then the scent of charred flesh. Aha. Ja, das ist wahrscheinlich dein eigenes Fleisch, das er verbrennte. Ja, meistens etwas kryptisch. Okay, was haben wir noch? Ja, lesen wollten wir noch, genau, das war's. Ich wusste doch, da waren noch ein paar Sachen. Die Enzyklopädie. Und Tote. Über die Toten. Huberts Band über die wandelnden Toten ist verstörende Lektüre, jedenfalls für schwächere Gemüter. Er sagt, dass die Geschichten von Toten, die sich erheben, von jeher das Blut der Lebenden gefrieren ließen, denn darin kehren die Toten niemals in guter Absicht zurück, was ein wenig ungerecht sein mag. Na gut, wir haben es zur Kenntnis genommen. Ein Magistertagebuch. Gut, ich weiß nicht, was kränkender ist, dass Dellys neuer Ratgeber die Befehle gibt, nicht der Hammer selbst, oder dass ich mich plötzlich auf niedere Plündererjagd begeben soll. Ich bin hier, um zu dienen und zu beschützen und nicht, um die Insel nach den Artefakten des Tyrannen zu durchkämmen. Dellys Freund hat mich gewarnt, dass mich ein Fluch trifft, wenn ich die Artefakte einzeln trage. Aber er will bestimmt nur verhindern, dass ich mir eins unter den Nagel reiße. Als würde ich das je tun. Hätte vielleicht auf ihn hören sollen, hä? Aha, neue Einträge. Gucken wir gleich mal. Befehle vom Bischof Alexander. Wir sind bei unserer Mission, unser Reich vor der dunklen Bedrohung zu beschützen, an einem Wendepunkt angelangt. Dank Dellys vortrefflichen Bemühungen und Forschungen haben wir eine Möglichkeit entdeckt, jene von der Quelle zu läutern, die von ihr beherrscht sind. Das Geheimnis ist eine alte Technik des alten Quellenkönigs Marcus Rex. Unsere Mission ist lebenswichtig. Wir müssen diese sogenannten Läuterungsstäbe bergen und samt und sonders in der Freudenfeste sichern. Das Mergelmoor mag gefährlich sein, doch eure Bemühungen sind zum Besten aller. Ja. Brief an Dellys. Ja. Okay. Ach so, das nee, ist das. Ja, das hat man gerade. Der Brief an Dellys? Ja. Aha. Das war's. Ja, den hatten wir auch schon. Ja. 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 Und die Handwerksbibel, Teil 9. Oh ja. Wieder sechs neue Rezepte. Ich weiß ja nicht. Schön. Bisher haben wir noch, glaube ich, noch keine benutzt. Ja. Aber auch nicht benutzen können, wahrscheinlich sogar. Ja. Vielleicht fehlten uns auch noch Zutaten. Bei Gelegenheit können wir ja mal gucken. Ja, wir haben ja
schon unendlich viele Rezepte. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Unendlich viele. Jede Menge. Aber hier, wo so ein Strich ist, da fehlen uns einfach die Zutaten, oder? Oder was heißt das? Genau. Ja, können wir keinen machen. Hm. Er sagt ja sonst immer die Anzahl der Sag mal, du hast Tränke gemacht, hast du gesagt? Ja, ich habe ein paar Tränke gemacht. Mit dran Heiltrank oder was? Weil da war jetzt irgend so ein Heiltränke habe ich verdichtet. Mhm. Wie, wo, was? Da, mittlerer Heiltrank ist so ein Plus dran. Was heißt das? Plus wahrscheinlich neu oder keine Ahnung. Ach so. Gut. Runen konnte ich nur eine Dichter machen. Mhm. Ach so, ja. Gucken wir mal durch, wem wir was gegeben haben. Der Prinz. Der hat die Giftrune, die haben wir ihm schon vor längerer Zeit eingebaut. Ja. Und dann hat er hier, habe ich ihm eine Donnerrune reingesetzt. Mhm. Die macht ausreichend 4% im Amulett. Ja. Die Bestie hat einen in den Ring gekriegt. Ausweichen. Ausweichen 3%. Ist nur eine kleine. Guck mal, da oben ist ja auch eine Rune drin in dem Ding hier. Ne? In der. Wo? Nee, oder was ist das? Die Mütze? Nö. Nee, ist nichts. Du kannst sie nur hier ein- und ausblenden. Ah, verstehe. Alles klar. Ach so, wird nicht dargestellt. Verstehe. Alles klar. Ja. Hier ist nichts. Kann man hier auch einblenden, egal. Ja, hier doch, aber, da ist er so ein doch, hat eine kleine Flammenrune, kritische Trefferwahrscheinlichkeit plus 3%, ist gar nicht schlecht für ihn. Und hier haben wir einmal die Handschuhe, Felsenrune, Erdresistenz und Amulett, Lebenskraft. Sehr schön. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen, hä? Ja. Langweilig hier. Gibt's hier was? Oh, ein toter Bär. Ja. Rippen und Sehne. Na, Sehne ist ganz gut. Na ja. So. Wir wollen ja in diese Ruine da oben rein. Wollen wir das, ja? Eigentlich ja. Hier geht's wohl nicht mehr groß weiter. Aber da hinten ist eine Kiste. Ja. Spring rüber. Guck mal in die Truhe. Und hat sich wieder richtig gelohnt. Hier lohnt sich diese Fässer und Kisten. Wahnsinnig. So, los, mach hinne. Sonst wirst du teleportiert, aber das ist immer etwas schmerzhaft. Mhm. Gut. Dann müssen wir zurück und da unten ein Stück weiter gehen. Ist der Bär? Ja. Die anderen da hinten hatten wir schon geplündert. Oh. In der Klemme. Aha. Tagebuch aktualisiert. Können wir mal gucken, was da drin steht? Ja. Wir können oben mal gucken. In der Klemme ist neu. Ja. Finde Gerrit. Ja, der ist wahrscheinlich hier drin. Haben wir ja sowieso schon gedacht. Deswegen sind wir ja hierher eigentlich. Besiege die Kreischer. Wir haben einen Läuterungsstab gefunden, ja. Einen Läuterungsstab haben wir schon gefunden. Wir haben auch Ausgebrannte gefunden, aber mit denen können wir nichts anfangen weiter. Der Schaden ist minimal. Artefakte des Tyrannen, finde den Rest der Rüstung. Ja, da fehlt uns wohl noch einiges. Mhm. Aufstand der Zwerge ist aktualisiert. Oh, sehe ich aber nichts Neues. Champion der Götter. Ah ja, das war der Lernheini da vor kurzem. Ja, ja, genau, der aus den Tiefen kam. Hm. Ja, das ist aktualisiert, das ewige Versprechen. Aha. Mhm. Ja, das waren die Skelette, ja. Alte Meister ist tot und sie haben einen neuen Meister, was immer das heißen mag.
Das meiste finde ich noch ziemlich kryptisch hier. Magistern plündert das Auge des Schnitters. Ach so, Auge des Schnitters ist wohl die Insel, auf der wir hier sind, ja? Sieht so aus, ja. Zukunft der Elfen, ja. Die schönen Wetter das ist klar, abgesoffen. Ja. Ganz neue Nachrichten. Ja, Flucht ja, vom Auge des Schnitters. Ja, ja, wir haben den alten Läuterungsstab gefunden. Ja, gut, okay, das ist aber alles. Ja. Seltene Beute. Wer will unseren Tod? Sind diese Chroniken eigentlich abgeschlossene Sachen oder wie? Oder laufen die noch? Die oder werden was? Immer wieder aktualisiert. Die werden immer wieder ergänzt, ja? Ja. Okay. Ja, aber nichts wirklich wahnsinnig Neues. Wer ist da denn? Hier ist wer? Augen offen halten. Magister Waldläufer. Ach, Feinde. Ja. Magister sind unsere Feinde. Was ist das? Ein Sarg? Wie viele sind denn hier? Sind ziemlich viele. Die Toten sind zurück? Was soll das? Er spinnt ein bisschen. Hast du was zu verkaufen? Keep a sharp eye. Nein. Once the seekers... Naja, das ist also... Das ist jetzt aber wirklich realistisch. But pause as the smoke clears. You got more flesh on your bones than our last visitors. Who are you? Keep a sharp eye. Wir fragen mal, warum mit Problem mit Untoten. Naja. Ach, die müssen hier gar nicht mit ihm reden. Na gut. Hast du das jetzt absichtlich gemacht, dass du nicht mit ihm geredet hast? Eigentlich wollte ich sie mit ihm reden lassen. Ach so, mit dem kann man nicht reden, nur mit dem hier. Ich meine, wir waren ja schon im Gespräch. Ja, aber mit ihm. Ach so. Ach, das war das Problem. Ach, du hast ihn bestimmt ausgesucht, mit dem du sprechen möchtest. Gut. Ja, aber der andere hatte mehr zu sagen. Das ist natürlich immer blöd, wenn ich ihn vorauslaufen lasse. Bei dem anderen waren, ach so, das hier ist das Problem. Ach so, du wolltest aus unserer Gruppe mit jemand anders aussuchen. Ja, ist es vielleicht zu spät, oder? War ganz interessant. Aber der hier vorne ist, hat der nicht die meisten Gesprächsoptionen gehabt, der hier ganz nah am Feuer steht? Der Waldläufer? Ja, ist egal jetzt. Er muss erst raus aus dem Gespräch. Mann, das ist es. Tja, es geht nicht. Wir wollen eins sagen. Welche Probleme haben Sie mit den Untoten? Das würde mich interessieren. Ja. Oder? Ein paar Skeletons haben been nothing. But they've been relentless. Undead and void-woken both. Attacking in waves. Aha. And then this seeker arrived. I wouldn't be surprised if the source-written scum is in league with them too. Ein Sucher. Oh, das ist doch wahrscheinlich Garrus, ja? Das ist bestimmt Garrus. Ja. Same thing that happens to all sorcerers. He'll be taken to Fort Joy and his wickedness will be dealt with. Take the fool alive. But you haven't answered my question. Who are you? Naja, du wolltest nicht, dass er mit ihm... Ja, eben. Aber ich komme ja hier nicht mehr raus. Nee. Das ist blöd. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich solche Leute immer mit Petrella anspreche. Ah ja, naja, in dem Fall haben die uns ja vergessen. Angesprochen. Warte mal. Kehrt machen und weglaufen. Nein, du kannst es ja nur probieren. Kampf gibt's ja auf jeden Fall. Vergiss es. Ja, das war ja klar. Klar, er hat ja keine Überredung. Aber ich verstehe gar nicht, warum du sowieso... Was ja, weil du immer mit Kämpfen rechnest. Deswegen lässt du immer ihn vorne weglaufen. Ja, das verstehe ich schon. Ja, aber dann ist die Gefahr sehr groß, dass er ins Gespräch verwickelt wird und nicht sie. Alles klar. Gut, alle sind da. Gucken wir mal, 4 Stück sind das. Waldläufer, 35, 40, 60, 25. Und ja, viel physisch.
Gut, wir konzentrieren uns erstmal auf die hier vorne. Irgendwelche größeren Resistenzen? Nein. Durch die Bank 20. Hier auch nichts Besonderes. Gut. Dann kommt er ran. Nein, er kommt nicht ran. Zum Werfen ist es auch noch zu weit. Genau. Dann bring dich mal in Position. So weit ist es doch gar nicht da. Sieht jedenfalls nicht so aus, aber das ist... Ach, was soll's. Spring. Was machst du denn? Soll er da reinspringen? Mann. Ach. Was machst du da eigentlich? Du willst, dass er... Das sind aber mehr als nur diese beiden. Das sind vier Stück insgesamt. Vier Stück sind. Ja. So. Der braucht zwei und er hat Nummer zwei. Das ist blöd. Das ist einer. Was ungünstig. Ja, für Fahne auf jeden Fall. Ja. So. Bestie. Ja. Wie viel braucht der? Naja, aber sollte irgendwo hingehen, wo er dann auch was tun kann. Er braucht zwei. Hat vier, das heißt, er kann maximal zwei vorgehen. Geht das von hier aus? Müsste gehen, ja. Müsste. So, die beiden hier erstmal kalt stellen. So. Gut. Erste Hilfe. Erste Hilfe, ja. Der haut ab. Nee, der haut nicht ab. Der haut, glaube ich, nicht ab. Ich glaube, er hat nur eine bessere Position gesucht. Mir fehlt die Katze. Die Katze fehlt mir. Da oben brennt's, das ist ungünstig. Nee, nicht gut. Ja, hier oben ist sowieso nicht gut. Das brennt hier alles. Und auf der anderen Seite sieht das doch deutlich besser aus. Dazu müsst sie auch so weit laufen. Nee. Nee, sie hat vier Punkte. Ja, nein. Okay, dann machen wir das mal anders. Erstmal alle verbessern. Finde ich schon zu weit weg, schade. Naja, das war ja klar. Den ins Feuer. Gern irgendwo hinspringen, wo es besser ist. Hier. Da ist sie höher. So und so. Hier sind noch zwei. Die habe ich gar nicht gesehen vorher. Waren die immer da? Ja, vier Stück. Ach, zwei so. Hier und zwei da. Ah, ja, verstehe. Schon korrekt. So, das ist der hier. Dem fehlt gar nicht mehr viel. Dann werden wir den jetzt mal zur Brust nehmen. Nicht genügend AP.
Erde? Naja, das ist ziemlich weit weg von allen. Ich hab gesagt, der soll einen Ansturm machen. Manchmal nehmen sie es einfach nicht an. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Fane. Dem fehlt nicht mehr viel. Schmeiß mal ein Messer. Das reicht. So, der ist weg. Da ist einer vor ihm noch. Ja. Da kommt der hier auch nicht so richtig ran. Das ist ungünstig. Ja, weg darf er jetzt nicht unbedingt, oder? Nee, schon richtig. So, jetzt schläft er. Dann kann er schon mal hier rüber. Die haben alle, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Nee. Kein Zweck. So, Bestie. Schade. Mehr kann er nicht. Das ist aber ganz schade. Doch. Der kann doch noch. So, dann können Sie die beiden nicht bewegen. Geblendet. Das ist gut so. Die sind geblendet. Mal sehen, Sie müsste eigentlich den einen treffen können, oder? Ja. Mach ihn kalt. Wie viel hat er noch? Ja, der ist noch gut in Schuss. Ist egal. Der hat noch 80. Ja. Den Himmelsschuss. Das ist natürlich blöd, weil er magisch runter ist. Das war nicht so schlau, da hätte ich lieber den nehmen sollen. Ja, das war gut. Ja, der war warum ganz, nicht kann gleich man nicht so, anders sagen. Mann? So, jetzt muss unser armer kleiner Dicker aber leiden. Naja, allerdings sind sie so geblendet, sind sie nicht so gut im Treffen. Der Prinz. So. Prepare yourself. Zu Club. Wen? Zu weit entfernt. Du bist ja zu weit entfernt. Keine Ahnung, aber... So weit ist es doch gar nicht. Stell dich nicht so an. Ich weiß. So. So. Ja, wir brauchen unbedingt Nägel in unsere Schuhe mit. Ja, unbedingt im Grunde genommen. Ich wollte dich nicht drum kümmern. So. Ja, wir brauchen vieles. Ja, kann aber Nägel doch auch kaufen, oder nicht? Meistens. Ich habe noch keine gesehen. Nee? Nö. Oh, gut. Das ist der Ritter. Dann haben wir hier den Waldläufer. Oh, der hat ein paar nette Sachen dabei. Einen Schwertkämpfer. Der hat leider nur Gold. Und dann... Hier drüben war noch einer. Wo ist er? Da ist er. Gut. So. Hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Nein. Gut. Speichern. Und halt. Da gehen wir später rein. Was denn da? Ist das eine Tür? Da ist das ein Gefängnis oder eine Zelle oder was ist das? Ah, nee. Das ist die Tür, die führt da rein, da unten.
Da, wo der Gargoyle da drüber ist. Ach, da haben wir schon wieder einen Kampf. Das dürfte uns eigentlich nicht verwundern. Ich schätze mal, wenn wir überall Kämpfe haben. Was? Hä? Geh weg. Besser erstmal mit Messer schmeißen. So, alles hier hoch, das gefällt mir ganz gut. So, Prinz. Stellt sich mal hier hin. Mal sehen, ob das geht von hier oben. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Ja, wir werden es ja sehen. Das habe ich mir fast gedacht. Das geht nämlich nicht. Geht das? Oh. Nee, das geht nicht. Nein. Nee, der müsste schon. Dann machen wir das anders. Ja, ist auf jeden Fall schon mal verlangsamt. Kann aber noch schießen. Was war das? Nee. Ja, der Prinz ist nicht gut im Schießen. Nö. Aber. Nee. Ach, er hat keine Punkte mehr. Sieht so aus. Das ist aber traurig. Ah ja, er musste ja erst hochlaufen. Ja, völlig klar. Meister Inquisitor. Jojo. Lass das. Tut doch weh, Mensch. Ah, Garrett. Haben wir richtig vermutet. Wie sieht er aus? Oh, das sieht gut aus. Oh, der hat 300 Lebenspunkte und ist noch voll intakt. So, da nimmt man am besten einen Feuerpfeil, wenn der in der Ölpfütze steht. So, gefällt mir das. Jawohl. Kannst du noch mal schießen? Oder ist sie fertig? Ja, zweites Mal schießen kann sie nicht. Aber sie konnte werfen. Aber besser schmeißen. Na, das ist erstmal. Schlafen legen. Wir sind ja so schön gemein heute. Ja? Heute? So, also. Hier, die brennen noch nicht. Dann können wir sie einfrieren, ne? Ja, komm mal. Guck mal, da hinten ist noch einer, aber der ist leider außer Sichtweite. Und nehmen wir den da. Schaut hier nichts, hä? Er hat noch 2 Punkte. Ja, damit kann er uns noch ein bisschen beschleunigen. Genau. Fehlen ist dran. Außer Sichtweite. Aber hier vorne ist dann noch jemand. Ja, der steht so blöd hinter dem Dings da, ja. Ist nicht kaputt. Nee. Nicht genügend AP. Ah, der hat noch. Dann versuch mal einen anderen zu treffen. Geht das noch? Die näher sind.
Der sieht noch unverschämt gut aus. Natürlich. Nee, das geht ja nicht. Sieht es aus, ist der jetzt plötzlich außer Sichtweite? Subjekt soll Teleport auswählen. Ja. Ziel ist blockiert. Geinsfeuer. So. Und das so. Hat er nicht ausgehalten. Ja. Ist doch gut. Da ist einer. Der weiß nicht so recht, wo er hin will. Der ist gerade dran, das hat aber auch nicht mehr so richtig viele Punkte. Aber das tut jetzt auch ganz schön weh. Ja. Oh ja, so wie getan hat sie nicht. Naja, jetzt. Gut, physische Rüstung verloren, bestimmt. So, was kannst du denn noch machen? Bestie. Man kann die gar nicht sehen, weil die alle auf einen Haufen da so rumstehen. Damit trifft er nichts außer sich selbst. So, er kann mal ein bisschen Blitz machen. Außer Sichtweite. Den trifft er nicht. Ja. Der hat, das lohnt sich nicht. Nee, der hat nur mehr 5 Punkte. Dann nehmen wir lieber den hier. Ja. Der ist noch relativ frisch. So, schön angebrutzelt. Und nochmal ein hinterher. So. Jetzt ist er verstummt, das ist gut. Ah, der regeneriert den. Jetzt kommt er hoch, pass auf. Ja. Der hat auf jeden Fall irgendwas vor. Petrella. Wir stehen da so schön auf einen Haufen, das ist ein wahres Fressen für jeden, das der hier nicht so Flächensprüche machen möchte. Ja, das ist nicht so intelligent, eigentlich. Normalerweise würde ich sagen, lieber Petrella nicht. Petrella hat 4. Man, da sind nämlich noch 1, 2, 3. Wir haben noch 3. Ja. Schon. Richtig. Okay, der muss weg. Das ist gut, der ist so. Weg. So, hier unten, der ist auch nicht ungefähr. Ich glaube, ein Zauberer. Ne? Ja, der hat noch 60. Ja, versuch den mal zu kriegen. Der ist. Du weißt, was der für schmutzige Sachen noch im Kopf hat. Ja, aber ich kann ihn nicht erledigen. Der Weg ist unterbrochen, ja natürlich, weil sie da nicht vorbei kann an denen. Ja, deswegen ja. Ist es ja auch nicht so gut, wenn die auf einen Haufen stehen. Gut, dann muss sie auf den anderen schießen. Oder sie geht zur Seite, damit ein anderer was machen kann. Nee, das ist unser kleines Zittermännchen. Ja, so, hast du jetzt gemacht. Gut. Der kümmert sich jetzt mal um den hier. Tu das. Ist doch prima. Ja. Der ist auch abhängig vom Gebiet, auf dem er steht. Ja. Mach ihm mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Oho. Hat den tatsächlich weggehauen? Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt nur noch... Da hinten steht einer... das ist der Kreischer, der ist vorm Westtor. Wir haben jetzt nur noch einen, dann oder? Dann haben wir nur mehr den einen hier vorne. Der hier unten ist, genau. Ja. Der Zauberer. Gerrit ist dran. Ja. Der rote Prinz. Geht das? Ungültiges Ziel. Ich meine, er kann nichts machen, weil er über die Beine immer rüber muss. Die blockieren die Leiter. Kostet nur einen Punkt. Ja. Ist ja nicht so schlimm. So. Einmal niederschlagen, damit es ihm nicht so wehtut, wenn er angezündet wird. Wir sind schließlich nett. So, kannst du nochmal drauf kommen? Da kann man eine magische Rüstung. Nein. Ja. Gut. Noch. Feen. Bring ihm ins Genick. So. Sowieso ein Inquisitor. Sowas mögen wir sowieso überhaupt nicht. Das haben wir noch nie gemocht, nein.
Ja, ich schätze mal. Ach so, hier mal gucken. Ich glaube, ja. Mal gucken, wo Gareth ist. Der war ja eben noch hier. Na gut. Ich habe halt ein paar Anfälle von Husten, Niesen und noch Schnupfen, was. Was ich mal gesagt habe, ist möglicherweise jetzt nicht mehr da. Ja, ich glaube, es ist vorbei, hoffe ich. Courage in the face of danger is inspired. Ja, ist doch Gareth. Lucien guided your blows rightly. His eyes travel from your face to your feet, then back again. Aha. Warum spricht ihr jetzt wieder mit ihm? Ich habe doch extra Petrella. You're no magister. A crimson lizard dressed in haphazard garb. How'd you come to be here? Ja, Quellenmagier aus der Freudenfeste. Name's Gareth. I'm a seeker. I can give you shelter and hope. Ja, wir waren schon im Heiligtum. Ah, good. Then you know us. And you know we can help you. And perhaps you can help us. Vielleicht. Jo. Was machst du hier? I came looking for a way off the island. Getting out of here means taking a ship, a magister ship. And they're not just going to give us one out of the goodness of their hearts. Nee? I came looking for weapons. Powerful ones. Wicked ones. May Lucien forgive me. Weapons that will clear a path to Dallas's flagship. Gareth looks about, scanning the horizon, then looks back at you. A moment passes. I can't stay. You shouldn't either. What did Lucien say? Ah, yes. Evil feasts on the indolent. Get yourself to safety and soon. You'll always have a place at the Seeker's table. Aha, gut. Oh, so, wir können die Belohnung gucken wir uns mal an und dann machen wir nämlich Schluss. Ein magischer Kiefernbogen, naja, gut. Ja, ist nicht so gut wie unserer. Können wir vermuten, nehme ich auch an. Wieso? Nee. Ach so, ja. Du hast ja jetzt mit dem Verwüster, hast du das jetzt. Das macht ja wenig Sinn. Ja, ist alles nicht besonders, aber immerhin mittlerer Heiltrank. Aber vergiss trotzdem nicht, dir irgendwas da geben zu lassen. Mentorenmantel ist doch schon mal. 5,21 ist ja auch nicht schlecht. Ja. Gehämmerte Schuppenhosen. Hosen sind bei uns immer so ein bisschen Mangelware. Ja, auch ich nehme den Mantel. Gut, okay. Annehmen. Gut. Dann machen wir jetzt nämlich Schluss. Jawohl. Okay, bis zum nächsten Mal. Mal gucken wir uns hier genauer um. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.